Boah, das wird richtig lustig. Das wird der Hammer, Alter. Allein deswegen schaue ich mir die Pre-Show an. Wirklich, das wird der Burner. Oder worauf freut ihr euch beim Video der am meisten? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Aber ich freue mich am meisten auf... Zählt zu dem Adel mit der platzenden Kreditkarte. Ich schwimme in Internetgeld, weil ich's verdient habe. Guck, wie hunderte... Zählt zu dem Adel. Yo, Leute, wir sind mal wieder Ruppelt und Dena. Und ich, Pro und Subs TV. Und wir spielen, mein Name ist Dena und wir sind wieder im Mega-Projekt dabei. Zusammen mit den Roadpads. Und wir haben in der letzten Folge hier dafür gesorgt, dass wir direkt bei Simon hier ordentlich XP immer bekommen. Müssen wir einfach nur hier ein bisschen drauf drücken, dann haben wir Level 30. Dann gehen wir wieder zack hier hin und verzaubern Buch mit Level 30 und haben Blast Protection 4. Ich glaube, das ist relativ gut, ne? Das ist für Creeper und so und TNT. Also, okay, das ist nicht so geil, ne? Das ist uncool. Stimmt. Na gut, das ist für eine Atombombe. Gut, wir haben eh Quantumrüstung. Ich möchte so irgendwie so eine Special-Sache, so einen Feuerbogen oder so, weißt du? Ja, oder so ein Nano-Saber, der Sachen anzündet. Ja, Mann. Ja, Mann, warum sowas will ich nicht haben. Warum mit Atomexplosion? Was ist Vorpal 2? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Vorpal ist, wenn du einen Mob schlägst, dann ist eine Wahrscheinlichkeit, dass der Kopf droppt oder so. Okay, ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist doch ein bisschen super. Ich hab ja schon einen Creeper-Kopf, ne? Mhm. Ja, was willst du mehr? Ja, noch mehr Creeper-Köpfe. So, und? Effizienz 4, das ist auch nicht schlecht, ne? Effizienz gut. Effizienz 4 kann ich ja auf meine Drill machen, ne? Oh ja, stimmt. Das ist ja fällt eigentlich... Mir jetzt auch gerade ein. Effizienz kannst du echt auf deinen Drill machen, das ist echt gut. Das ist eigentlich perfekt, ne? Weil dann geht die Drill richtig geil ab. Ich gucke jetzt gerade mal, ob Simon hier Effizienz hat. Wenn nicht, dann mache ich mir das jetzt. Wie viele Bücher hast du noch? Ein paar habe ich auf jeden Fall noch. Ein paar? Also zwei. 24. Aber ich brauche noch ein paar Selbstpaar. Okay. Kannst du mir so 2, 3 borgen? Ja, kein Ding für ein King, Logo. Okay, warte, ich komm zu dir runter. Das Ding ist, wir bekommen gar keine XP mehr. Wir haben die XP komplett aufgebraucht. Warte, ich geh wieder hoch, damit die spawnen. Okay. Wenn du mehr Bücher gibst, das fände ich voll Togo von dir. Voll Togo? Na Logo. Okay, na Logo! Na Logo, Disco Pogo. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Level. Ich habe jetzt 24. Ich möchte noch ein Buch verzaubern auf 30. Aber ich muss kurz warten, bis die Spackos hier alle gespawnt sind da. Boah, Alter. Und bam, das ist echt das Beste mit Mining, mit den Melly Turtles. Und bam, und bam, und bam. Wenn du da ohne Quantum-Rüstung reingehst, dann stirbst du nach 2 Sekunden. Ja, glaube ich. Das ist voll krank. Die machen übelsten Schaden. Vor allem, wenn da scheiß Dinger überleben halt. Scheiß Creeper sind und die irgendwas in die Luft sprengen. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, ey. Die mag ich gar nicht, Lan. Digga, nee, ich denk mir dann so, nee. So, ich hab Level 30. Gut, ein Buch verzauber ich noch und das ergibt... Bane of Ultra Putz 4! Warum? Warum hab ich so ein scheiß Pech? Wirklich? Ich glaube, das Universum hasst dich. Ja, das glaube ich auch. Hier, kannst du ein paar Bücher haben. Jawohl. 3 Stück hab ich dir gegeben. Mal gucken, was ich jetzt... Nein! Ja, sag, was du hast. Und dann lach... Ich wette, du hast irgendwelche geilen Sachen. Und ich... Bane of Arthropod-Zeugs, ne? Bäh! Ekelhaft, ey. Erdbeerkäse. Bäh! Finde ich gar nicht gut. Warte, ich glaube, ich brauche ein paar Level, um das überhaupt zu verzaubern. Ne? Ein paar Level musst du mir, glaube ich, holen. Power 3. Power 3 ist nicht schlecht. Aber ist für einen Bogen. Ja, ist auch nicht schlecht. Das hier ist Feed the Beast, ne? Da macht man nicht mit Bogen. Nur ganz selten. Ja, aber Bogen sind schon cool, weißt du? Weißt du Bescheid? Das ist auch schon so skillerig, ne? La 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 la. Boah, ey, diese Dinger sind voll gut. Du, was war das? Ich geh nochmal hoch, damit das spawnt. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ich sage mal so, dies, das. Also, ich bin schon zum Teil stolz auf dich. Boah, wieso leg ich die ganze Zeit scheiß Schilder? Pack die weg da, Alter. Und noch ein Schild. Nee, gar nicht, das gehört da, glaube ich, so. Es gibt sogar so ein. Gibt's nicht sogar so ein Postding oder sowas? So ein was-Ding? Es gibt irgend so ein. Also ich habe gerade gesehen, es gibt Briefmarken und ich glaube, es gibt so einen Block, da kann man so Post verschicken. Das ist ja voll lustig. Stell dir mal vor, du könntest so Atombomben verschicken und wenn man das öffnet, macht's BOOM! Briefbombe! Das wäre eine witzige Idee. Ich glaube, die würde ich direkt Zeronik schicken. Ja, ja. So.
30 Level habe ich, dann schaue ich mal vorbei bei jemandem, der einen Amboss hat. Boah, ich habe die Idee des Todes. Aha, erklären Sie. Du stellst Zeronik einfach vor die Haustür eine Melee-Turtle. Bam, man muss nur gucken, wer sich ausloggt. Bewegt die Melee-Turtle sie automatisch auf jeden Spieler zu und killt den? Nee, aber die steht auf der Stelle und wenn da was nebenkommt, dann tötet die das instant. Instant? Ja, also das tötet, also wenn du keine Rüstung an hast, zieht das, glaube ich, alle Herzen. Oha. Aber er hat bestimmt Quantum, aber er hat bestimmt Jetpack an, also er ist verwundbar. Ja, aber denkst du, er läuft dann da einfach ran oder so? Ich weiß nicht. Er sagt bestimmt, ey yo, was ist das denn? Und dann rennt er dagegen und dann ist er vielleicht, tot. Man muss so ein kleines Loch buddeln, was dann so ausschaut wie ein wie eine Turtle, die halt was kaputt gemacht hat. Und dann ist es in Wirklichkeit aber eine Melee-Turtle. Er will rangehen, um zu gucken, von wem die ist. Und dann bam, killt sie ihn. Boah, das ist der Plan des Todes. Des Todes. Ja, Mann. Ich mach das. Ah, das ist der Plan. Das ist voll evil Plan. Voll der gute Plan, Alter. Das mach ich jetzt. Ja, oder so muss so, ich aber oder diese... Free Cookies oder sowas. Und dann geht er da rein und sagt, oh geil, Keks. Und dann stirbt er. So. Vorpal 2 wollen nicht. Effizienz 4 behalte ich. Blast Protection 4. Bane of Archpods und die Bücher. So, also Effizienz 4 möchte ich jetzt mal verkraften. Aber da war... Ich war gerade eben doch bei Conny bei dem Spacko. Aber mich wieder weggeflogen, weil weiß ich nicht warum. Was eigentlich mit Conny? Ist der im Urlaub oder? Ja, und der... Jetzt ist er, glaube ich, bald wieder da. Keine Ahnung. Aber der hat sich total verkraftet, glaube ich. Der hat sich ein bisschen krass verkraftet, kann das sein? Kann das sein, ja, ja. Also ja. Der also ich sag mal so, ja, ne? Wie sie Conny, Effizienz, würde ich mal sagen. Effizienz 4 Dynamite Drill, ich glaube, das ist voll geil, Alter. Boah, man, ich will das auch haben. Man schlägt hier so instant alles weg, das ist so unglaublich. Chuchu, nee, keine Ahnung, das ist nicht wirklich viel schneller, als es eh schon war. Okay, warte, jetzt mein letztes Buch, gib mir Glück. Ja, man baut ja alles instant ab. Disjunction, ich hab voll die Scheißsachen. Ich hab Disjunction, Feather Falling und Power. Und Feather Falling bringt mir rein gar nichts. Man baut eigentlich so irgendwo instant alles direkt ab. Echt? Boah. Also ist ganz cool. Ja, nur die Sachen, die eine Tür, dieses Ding halt abbaut. Weil schau mal diesen etwas größeren Stein hier. Ja, baust du alles instant ab. Selbst so wenn die kaputt ist? Nee. Du kannst da bestimmt, Dirt kannst du bestimmt. Doch, guck mal, auch wenn die schon leer und man kann es immer noch so schnell abbauen. Lol, das ist ja voll geil. Die ist schon leer und ich baue so schnell ab. Wie geil ist das denn? Das heißt, du hast eigentlich so voll den... Du hast einfach so eine Drill, die immer funktioniert. Die ja, nie aber leer es geht wird. Nur bei Stein. Es geht nur bei Stein. Erde nicht. Die Erde aber braucht so lange. Ist aber trotzdem gut, denke ich. Ja, ist schon mal cool auf jeden Fall. Lol. Immerhin. So. War eigentlich braucht man doch relativ lange für so einen Marblestein, hätte ich gedacht. Ja, ich denke auch. Warte mal, wie lange brauche ich so? Oh, lol. Ja, okay, so ist es One-Hit, wenn es aufgeladen ist. Ja. Stimmt, ist ja auch nur Marvel. Ja. Naja, trotzdem ganz cool. Marvel ist scheiße. Trotzdem cool. Okay, scheiße. Nein, schon ganz cool. Nein, scheiße. Nein, ist wenn cool. Conny das benutzt, dann ist das uncool. Ja, dann stimmt, aber bei mir. Ah, schon relativ an der Grenze zu relativ cool. Hey, bei was? Dir, ich hätte mein Jetpack verzaubern sollen, ne? Aber gut, ich weiß. Oder kann man sein Jetpack auch direkt verzaubern? Du kannst da, wenn du so Protection oder so hast, kannst du drauf machen. Nee, aber ich meine, nee, hast du direkt, direkt nicht, ne. Oh Mann, ich finde das viel spannender, wenn du so Sachen so reintust und dann so direkt verzauberst, anstatt so Bücher. Das ist voll ekelhaft, an. Ja, ich denke dann immer so, nee. Ich will mir mein Solarhelm noch verzaubern mit Protection. Mit Protection? Achso, dass der dann halt auch protected, ne? Ja, und dann einfach meine Quantum-Rüstung mit irgendeinem Scheiß, damit es glänzt. Stimmt, das ist schon cool, wenn die glänzt. Das wäre doch echt Babo. Die fragst du, sie glänzt. Aber man kann die auch nicht direkt verzaubern, ne? Nee, glaub nicht. Boah, voll schade, ne? Stell dir mal vor, man könnte. Aber wir wären dann voll special, weil wir sind die Einzigen, die glänzen. Ja, stimmt. Aber ich meine, wir sind so Typen, die gerne glänzen. Aber eigentlich ist es doch Protection, oder nicht, ne? Ja. Ich habe nur Projektil-Protection und Fire-Protection. Das Projektil ist gegen Pfeile. Fire-Protection, da kann ich aber eigentlich machen, ne? Ja. Und Blast Protection kann ich auch machen. Fire Protection? Ja, das kannst du wirklich machen. Weil das schützt dich halt auch mega. Boah, das probiere ich jetzt aus. Ich glaube, ich mache auch sowas wie Blast Protection oder so. Habe ich das überhaupt? Aber auf was will ich das rauf machen? Auf die Hose? Ich mach Fire Protection auf meinen Helm. Stimmt, das ist eine gute Idee. Und Blast Protection auf die Schuhe oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, im Zweifel kann man es ja einfach wieder runter machen, ne? Ja.
Nee, runter machen glaube ich nicht. Nee? Aber es ist ja nicht schlimm, wenn es drauf ist. Ich glaube, bei, ja, so, bei so Sachen aus den Mods kannst du alle Verzauberungen drauf machen, die du willst. Okay. Fire Protection geht auf jeden Fall. Auf den Helm. Da mache ich das mal. Da muss ich nur den Helm anhaben und habe ich Fire Protection. Ja, geil, ich feiere das. Dena, die XP ist leer. Geh mal kurbeln. Okay, ich gehe kurz kurbeln, aber warte, ich muss erst nochmal meine Quantum Suit Boots. Nein, ich gehe jetzt kurbeln. Ich bin schon am Kurbeln. Muss ich jetzt auch nochmal verzaubern mit einer Blast Protection. Das geht auch. Kostet sogar 12, oha. Alter. Bam, Alter. Jetzt habe ich den Scheiß an. Cool, da muss der Creeper hin, ist auf jeden Fall aber ausgezogen werden. Hast du jetzt glänzende Rüstung? Yeah, jetzt glitzert. Ich hab eine Glitzerbrille, Alter. Bam, jetzt bin ich der Playerboy. Es ist Nightlife, es ist Nightlife. Ah, ich hab's gerade durch mein Portable Hole gesehen, du hast geglänzt. Ja, ja, ich glitzer, ich bin Edward von Twilight, Alter. Hier, siehst du, guck mich an, Alter. Guck mal, Edward, bist du es? Ja, Glitzer, Glitzer, bling, bling. Ja, Glitzer, Glitzer, ja, ja, weh, weh. Weh, oh, weh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh. Voll der Boss, yeah. Und jetzt fragen sich alle, ey, yo, warum glänzt der Dena und ich nicht? Boah, er ist voll der Sparkling Guy, ey. Ich bin voll Captain Sparkles, ne? Ich bin voll Speckles. Ja, ja. Ich stieg heute Morgen aus dem Bett, drehte den Swag auf, schaute kurz in dem Spiegel, sagte, voila. Ey, meine Quantum-Rüstung leuchtet. Oh. Ey, yo, es ist Tee zu dem Adel mit der glänzenden Kreditkarte. Ich schwimme in Internetgeld, weil ich es verdient habe. Ich freue mich so auf den Auftrag im Video, ne? Tee zu dem Adel mit der platzenden Kreditkarte. Ja, bringt der das da? Ja, Logo, Mann, er tritt auf zusammen mit Adi und Vincent Lee. Nein! Doch, mit dem Track. Ernsthaft? Boah, Junge, in der Pre-Show, nicht in der Hauptshow, aber in der Pre-Show. Boah, das wird richtig lustig. Das wird der Hammer, Alter. Allein deswegen schaue ich mir die Pre-Show an. Wirklich, das wird der Burner. Oder worauf freut ihr euch beim Video da am meisten? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Aber ich freue mich am meisten auf Tee zu dem Adel mit der platzenden Kreditkarte. Denn er schwimmt im Internet Geld, weil was er sich hat. Verdient hat. Tee zu dem Adel. Er hatte sich so Sorgen gemacht, dass die Leute das so falsch verstehen, weil er sagt, ich schwimme im Internet Geld, weil ich es verdient habe. Ich finde auch ein bisschen arrogant von ihm, das ist auch ein bisschen, ne? Ja. Ich glaube nämlich nicht, dass er es ironisch meint, das meint er voll ernst, der. Schreibt alles, finde ich echt nicht okay von dir. Ich finde das nicht okay. Boah, mein Helm, der leuchtet. Boah, ey, Hammer. Ey, ich voll jetzt cool zu dir, von dir. Ultimativen Swag zu teilen. Ja, teil, Alter, voll sweet und nett von dir, dass du jetzt herkommst und den mit mir teilst, ne? Ich bin dich gar nicht gewohnt, ey. Ich muss jetzt erstmal so Personal Saves überall aufstellen, weil die sind viel geiler als diese Kackkisten. Teil deinen Swag mit mir. Guck dir meinen Helm an. Wow. Du fällst erstmal runter. Ich muss erstmal diese Kack-Diamant-Chest-Upgrades machen. Die kann ich dann direkt auf die Gold-Chest machen, ne? Ja. Weil ich möchte das nicht alles umräumen. Ich brauche Diamanten-Chest-Upgrades hier. Nee, das ist das Falsche. Hier, Gold-to-Diamond-Chest. So, da brauche ich Glas. Zwei Diamanten, oh, du bist schon wieder weg. Glas, Diamanten, Gold. Und das Ganze mache ich dreimal. The Dice, ich brauche drei Diamanten, glaube ich. Alter, wie günstig ist das denn? Drei Diamanten. Und da brauche ich sechs Glas mal drei, which entspricht 18, wenn ich mich nicht verzählt habe. So. Du machst eine super Kiste, habe ich gehört. Ja, ich mache die besten Kisten von Kosmos, ey. Boah, ich glaube, ich bestelle mir mal eine bei dir, wenn du beste machst. Ja, ich habe gehört, sie sind Beste vom Universum. Beste Megaprojekt ist das. So, schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Bestimmt habe ich mich voll vercraftet schon wieder, ohne dass ich überhaupt schon angefangen habe, auch nicht zu craften. Kannst du das überhaupt vercraften? Ah, ich habe mich vercraftet. Also ich könnte sowas nicht vercraften, ey, wenn ich mich vercraften würde. Nee, es ist auch immer seelisch sehr schwer für mich. So, ich habe mich natürlich vercraftet, Alter. Wer hätte es anders gedacht? Aber jetzt crafte ich richtig. So, bam, Alter, habe ich drei Upgrades mir gemacht und zieh die alle mal auf, einfach mal so, bam. So, Diamantkiste und bam, Diamantkiste und bam, Diamantkiste, yes, bitches, wow. Voll die Special Effects hier. Ja. Und Diamantkiste, bam, 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 boom,
bam. Ja, da habe ich einfach mal, ne, da habe ich einfach mal was rausgehauen, sag ich mal so, ne? Also da, da habe ich mir gemacht. Da habe ich mir ein Herz gefasst und gemacht, ne? Weißt du Bescheid, sag ich mal, ne? Und wenn trotzdem man mit Dena Skype, dann macht er immer Dubstep, so. Hallo, ne? Das Erfolgsrezept these days, you know what I'm saying? Es gibt nur eins zu sagen, Digga, Dena ist dope und hat ein Dubstep-Intro. For sure, you know? Klar. Klar, klar. So. Ich bin Tets, es ist Tets und dem Adel mit der platzenden Kreditkarte. Ich schwimme in Internetgeld, weil ich es verdient habe. Ja, und da bin ich auch mal die heutige Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Und morgen ist Dienstag, oder? Ist morgen Dienstag, warte, das war dann vorhin Folge für Dienstag, dann Folge für Mittwoch. Und das heißt morgen, es ist Tee zu dem Adel, Donnerstag, Dienstag, Zwack, 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 Zwack. Was haltet ihr eigentlich davon, dass ich Dienstag, sobald mein Praktikum vorbei ist, oder vielleicht dann auch schon ab jetzt, jede Woche versuche zu bringen? So, dass ich, also was ich jetzt versuche, sondern mir wirklich sagt, bam, Digga, Dena, jetzt musst du mal konsequent sein, wir machen jetzt Dienstag wirklich jede Woche. Und klauen uns noch ein bisschen Möhren so, aber nicht hier, sondern vielleicht eher bei Brocken Sums TV. Und dann machen wir wieder noch eine Dena's Time, machen wir halt Dena Time, nicht Dena's Time, Dena Time, machen wir halt jeden Sonntag. Und dann suchen wir vielleicht noch den Dienstag aus und machen da noch was anderes Spezielles, was ich schon ein bisschen mir überlegt habe. Was haltet ihr davon? Schreibt es rein in die Kommentare oder wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zusammen mit dem Rotpilz, wenn er noch bleibt. Und ja. Aber na klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.